Minuten Deutsch. 2 Minutes German. Interessante Fakten über Lego. Bunt, kreativ, in verschiedenen Formen, für Mädchen und Jungen und sogar bei vielen Erwachsenen beliebt. Lego. Heute einige Fakten über diese weltbekannte Firma aus Dänemark. Der höchste Lego-Turm der Welt steht in Tel Aviv und ist 36 Meter hoch. Um ihn zu bauen, hat man 500.000 Lego-Steine benutzt. Die Lego-Steine werden seit 1958 produziert und alle passen zusammen. Das bedeutet, wenn man einen Stein aus dem Jahre 1958 und einen Stein aus dem Jahre 2023 nimmt, dann passen sie perfekt zusammen. Wenn man also ein altes Lego-Set hat, dann kann man es mit einem modernen Set sehr gut verbinden. Lego produziert viele Steine, sehr viele Steine. In der Lego-Fabrik in Billund in Dänemark werden jedes Jahr 23 Milliarden Lego-Steine produziert. Die erste Lego-Figur hat man im Jahre 1974 produziert. Bis heute sind es ca. 5 Milliarden Lego-Figuren. Das größte Lego-Set, das man ganz normal in einem Geschäft kaufen kann, ist A World Map und es hat 11.650 Steine. An zweiter Position ist der Eiffelturm von Lego. Wer produziert die meisten Reifen pro Jahr in der Welt? Nein, es sind nicht Goodyear, Michelin oder Bridgestone. Lego produziert mehr als 300.000.000 Reifen pro Jahr. Natürlich sind das aber nur Spielzeugreifen.